Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Konrad-Adenauer-Haus, um hier Stellung zu nehmen zu den ersten Hochrechnungen im Hinblick auf das Ergebnis in Hamburg. Die CDU hat in Hamburg eine schwere Niederlage erlitten, ausgesprochen schmerzhafte Verluste einstecken müssen. Dies ist ein schwerer Schlag für die CDU in Hamburg. Hamburg war für die CDU nie ein einfaches Pflaster. Auch deshalb sind wir stolz darauf, dass die CDU über ein Jahrzehnt erfolgreich in Hamburg regiert und diese Stadt nach vorne gebracht hat. Und ich hoffe für die Stadt Hamburg sehr, dass diese großen Erfolge jetzt nicht aufs Spiel gesetzt werden. Ich danke vor allem Christoph Ahlhaus, aber auch Frank Schierer und den anderen Freundinnen und Freunden in der Hamburger CDU, dass sie trotz einer sehr schwierigen Ausgangslage nach dem Koalitionsbruch durch die Grünen beherzt und mit ganzer Kraft und viel Engagement diesen Wahlkampf geführt haben. Gemeinsam stehen Christoph Ahlhaus, Frank Schierer und unsere Freunde vor Ort nun in der Verantwortung, beherzt und geschlossen die Aufgabe in der Opposition anzunehmen und ihren konstruktiven Beitrag für die Zukunft der Stadt Hamburg zu leisten. Natürlich hätten wir uns einen schöneren Start in dieses Wahljahr gewünscht. Gleichwohl blicken wir optimistisch in die vor uns liegenden Landtagswahlen, denn die Hamburger Wahl, das haben alle Vorwahlbefragungen gezeigt, war im Wesentlichen von regionalen Fragestellungen und Gegebenheiten geprägt. Und wenn ich mir die Lage in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt anschaue, dann bin ich ausgesprochen zuversichtlich für die dort zu erzielenden Ergebnisse durch die CDU. Herzlichen Dank.